SWAT! Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Killer neues FIFA 21 Pick-Experiment-Ründchen. Na, meine Freunde, ist mal wieder soweit. Vor zwei Wochen haben wir schon mal ein Pack-Experiment gemacht. Dieses Mal sind 82-Plus-Spieler da. Einige im Chat haben gesagt, die sind voll krass. Einige haben gesagt, die sind voll scheiße. Also habe ich 40 Stück. Wollen wir mal selber sehen. Hier natürlich wieder sehr eine positive Bewertung, Freunde. 10.000 Likes wären wieder absolut cremige Angelegenheit hier. Selbstverständlich. Ballert mal die Kommentare voll, ob ihr die gemacht habt und was da euer bester Pool drin war. Das würde mich interessieren. Wir haben 40 Stück. Das ist eine Menge. Ich will hier den einen oder anderen leckeren Spieler drin haben. In diesem Sinne, checkt noch mein Merchandise ab. Checkt meinen Zweitkanal ab. Link ist unten drin in der Videobeschreibung. Partner abschicken. Siehe. Wir gehen rein. Ins erste Pack. 40 Stück ist eine Menge. Wir haben das mit den Player Pick haben wir das gemacht, ne? Wo wir die drei Spieler zur Auswahl bekommen haben. Die ging halt schnell durch. Hier haben wir jetzt die Pack-Animation. Wir schauen mal, was hier so geht. Habe ich als Duplikat. Aber, perfekt. Überragender Start. Können wir auch schon wieder komplett sein lassen, hier die Scheiße. Erste Pack auf jeden Fall schon mal überragend. Wir haben im Stream davon 10 Stück gemacht, glaube ich. Ich glaube, in den 10 hatten wir einen Walkout. Ja, der Rest, der war halt nicht so nice. Irgendwo muss ich den Verein auch wieder vollkriegen. Am Ende des Tages muss der Verein auch wieder ein bisschen gefüllt werden. Natürlich, hör mal, das ist doch scheiße, ist das hier. Higuain, immerhin ein 83er mal. Ja, guck mal, hey, mal kein Duplikat, hervorragend. Da muss doch was gehen. Ja, da kannst du mir ja nicht erzählen. 82 plus auf jeden Fall besser als die Gold Upgrade Packs. Und Gold Upgrade ging auch. Was ist denn hier für ein Quatsch? 5 Packs haben wir schon weg. Bisher überschaubare Angelegenheit. Sehr überschaubar. Perfekt, kackt hier erstmal der Rechner ab bei den geilen Packs hier. Trippier, den nehmen wir mit. Und jetzt mach fertig hier. Das kann doch wohl nicht wahr sein. 5 Packs schon weg. Oh, Brasilien. Brasilien. Jetzt werden wir hier die schweren Geschütze auffahren, Schnauze voll. Wenn es nicht anders geht, dann geht's halt nicht anders. Da ist er. Siehst du? Ich lese da wieder dann auf Social Media. Hey, ein Pack gemacht, Neymar drin gehabt. 2 Packs gemacht, Messi auch noch drin gehabt. Und wir kriegen hier nur Scheiße. Rein Packs technisch, aktuell, ich hasse meinen Account, ne? Gareth Bale nicht schlecht. Wer hat hier einen Golfsimulator, immer den Jackpot. So bringst du mir leider gar nichts mehr. Ey, ist rein von den Packs, ich weiß nicht. Ich werde mir meinem Account aktuell nicht warm, ne? Das ist schon sehr lange her irgendwie, dass wir was Schönes hatten. Wir nehmen den Kräuf da jetzt mal weg. Ja, wenn wir auch nicht kleinkariert sein, hier den Kräuf, den nehmen wir mal weg. Abseits vom Kräuf, da war nicht viel. So, 10 Packs weg. Nicht ein Walkout. Cool. Aha. Oh, da ist sogar einer! Beste Picks! Ich hab's immer gesagt! Mkhitaryan! Ich hab immer gesagt, die Picks sind gut. Nach 10 Picks, der allererste, the one and only, Mkhitaryan. Nicht schlecht. Die Karte sieht ja nicht verkehrt aus, ne? Dem fehlt so ein Upgrade, würde ich mal sagen. 1-2 Upgrades, sieht die Karte sehr cremig aus. Letztes Jahr hat er auch eine sehr, sehr nice Karte gehabt. Guck mal, geht doch! Mit der Brille natürlich, ne? Ist klar. Ich habe aber auch gesagt, unser Account hat aktuellen Lauf. Da war das nur eine Frage der Zeit, bis hier ein Headliner rauskommt. Schön, so stelle ich mir das vor. Headliner Nummer 1. Ich hoffe, das bleibt nicht der letzte. Machen wir weiter. Schöner Wagen. Mkhitaryan, okay. Die ersten 10 Packs durchwachsen. Der hat jetzt gerade gebügelt. Ha? Back to back, perfekt. Das ist aber keiner. Das ist der Cristiano Ronaldo, ne? Oder der Sterling. Oder perfekt Henderson. Aber Back-to-Back-Walkout, da sag ich doch nichts. Guck mal. Sind wir jetzt im Flow drin? Maybe, maybe not. Ja? Henderson. Der Diener ist auch gut für SBC, den du da machst. Weil über mehr wirst du hier nicht in dem Verein hinauskommen. Der S-Pass, der geht aber doch klar immer. 84er. Ich war immer noch, dass der eine 85er hat, ne? Perfekt. Hey, wir wollen den Walkout sehen. Oh. Ja gut, ne? Gerade hat es auch ein bisschen gebraucht.
bis er eingegroovt war. Ich dachte, ja, ich, da, genau so. Komm, jetzt, aber hier, Brasilien, Deutschland, genau, Hummels. Mitnehmen. Den nehmen wir mit. Aber gerade sieht's gut aus. Können wir noch den einen oder anderen jetzt bekommen? Hä? Ich dachte erst Cristiano Ronaldo, ne? Da kann man auch mal einen Fehler machen, so ist das halt. Und den Hummels auch gut für SPC. Ja? Schön, schön, schön. So, 24 Stück haben wir noch. Wir sind noch nie mal Halbzeit, ne? Bam, bam, badabam. Boah, noch ein Headliner wäre echt sexy, ne? Ein Headliner? Was meint ihr? Inform haben wir noch gar nicht gehabt, ne? Gibt aber wahrscheinlich auch so wenig. Und wenn, dann kosten die wahrscheinlich arsch viel wieder. Und Carrasco, 86er, immer gern gesehener Gast hier in den Packs. Den haben wir noch gar nicht gezogen, ne? Eigentlich Carrasco, unser Mann. Jetzt, wo er ein 86er Rating hat, denkt er sich auch keine Lust mehr auf euch. Halbzeit mit diesem Pack. Kein Walkout. Also wir haben bisher drei Walkouts, ne? Hummels. Henderson und Headliner Mkhitaryan. Mit dir reicht's mir aber auch jetzt. Ich denke, da sind wir uns einig, das geht auf jeden Fall viel besser. Ne? Drei Stück aus 20 Packs, das ist nicht gut. Solche, mehr von solchen Puls, dann wäre ich zufrieden. Mehr 83er, 84er. Das ist das vierte oder fünfte Pack, wo nichts drin war. Ah ja, so. Na, ein bisschen beschweren auch. Vier Packs, einfach nichts gekommen. Carrasco. Was ist das denn? Ach du je, Ludovic Manier. Manier. Aber mal eine Info. 84er Inform, ihr wisst es alle, ist gut für SBCs, eine gute Nation, ja, hinkt auf jeden Fall nicht mit Militao, von daher passt das. Es läuft, wenn es läuft, dann läuft's doch einfach. Das kann aber wohl nicht wahr sein. Mach Headliner, oh, Van Dijk, da ist er. Oh, De Jong? Ja, Van de Beek, fast. Aber davon kommt zu wenig. Wir haben gerade fünf Packs gehabt, wo nichts drin war, ne? Die braucht ihr euch auch gar nicht zeigen. Was ist hier los? Es ist nichts mehr drin. Nicht mal 83er Spieler. Willst du mich komplett hier gerade, oder? Mach einen Headliner jetzt. Da bin ich wieder besser gelaunt. Das ist doch eine Scheiße, ist das hier. Tafelspieler? Ah ja. Vidal. Schön. Ah, oh, auch gut. Oh, wir haben nur noch 9 Stück, ey. Die gingen aber doch krass schnell weg, ne? Also klar, wenn du nur Scheiße ziehst, skippst du hier die Hälfte weg, ne? Das mal zum Thema. Nee, ich will auch nicht mehr. Can you me do not erzählen, ey. 7 Stück. Das ist einmal für Feeling nochmal Walkout. Immer. So. Hä? Letzte Pack. Ein seltener 82-Plus-Spieler, der hier nicht raussteppen braucht, wenn der unter 87 ist. Es sei denn, es ist ein Headliner. Ansonsten möchte ich ihn nicht sehen. Ist das klar? Ob das klar ist? Rein! Perfekt. Ja, damit sind 40 Packs verzogen. Unterm Strich muss ich sagen, das war nichts, ne? Das hat wirklich gut angefangen, aber die letzten Packs, da kam nicht mehr viel. Habt ihr die gemacht? Falls ja, schreibt mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, das war durchwachsen. Wäre der Mkhitaryan nicht drin gewesen, dann wäre es absoluter Bullshit gewesen. Ist klar, dass hier nicht jedes zweite Pack ein Walkout sein kann. Aber wir haben auch sehr, sehr wenig 84er, 85er, irgendwie sowas die Richtung gehabt. Immer mal wieder kannst du die mal mitnehmen, auf doof probieren. Aber wie gesagt, nochmal 40 Stück werde ich vermeintlich nie machen. Es sei denn, wir machen im Stream wieder ein paar Wetten. Dann kann das eventuell doch schon wieder hinkommen. Ja. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe dennoch, dass ihr ein bisschen Spaß hattet. Falls ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Kommentare voll ballern mit euren Puls und Picks hier drin. Und dann sage ich, ja, wann kommt das Video? Irgendwann Wochenende wahrscheinlich, wa? Schönes Restwochenende. Wir streamen heute. Ich glaube, wir streamen heute. Wenn heute Freitag ist, streamen wir ab 15.30 Uhr. Wenn Samstag ist, streamen wir ab 13.30 Uhr. Und wenn Sonntag ist, streamen wir ab 15.30 Uhr. Guck mal, nochmal reingesteppt hier. In diesem Sinne, ich bin raus. Macht's gut. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.